So, Hermanos und Hermanitas, wir fahren heute nach Paderborn. Mit im Gepäck habe ich meine Frau und meine Haustiere. Seid ihr alle da? Ja! Ne, genau, ich fahre mit der Familie und den Kindern. Das ist ja eigentlich der erste Familienvlog. Rechts neben mir hier, da sitzt meine Frau. Da sitzt der kleine Dicke, dann dahinter die andere, dann die andere. Ganz hinten die andere und Islam hinten links neben der anderen. Habt ihr Lust? Ja! Ja. Okay, gut. Dann habe ich noch eine Frage. Bin ich dick? Nein! Nein! Ich habe es also ja gesagt. Bin ich dünn? Ja! Okay, na gut, wir haben inshallah 5 Stunden Fahrt. Jetzt gehen wir tanken und dann fahren wir los. Okay, muss jemand auf Toilette? Ja! Aber Süßes, können wir was Süßes von der Tanke holen? Natürlich nicht. Atfal, habt ihr den Stau vermisst, wenn wir nach Buxtehude fahren? Nein. Warum? Es bringt auch Spaß, im Elbtunnel im Stau immer zu stehen. Nein. Doch, ein bisschen schon, weil man kann da schlafen. So, wir sind jetzt hier in Buxtehude. Wir haben uns jetzt hier von einem Dönerladen was zu essen geholt. Schmeckt der Pommdöner? Du hast noch nicht mal gegessen, du sagst ja. Naja, wir essen jetzt und dann fahren wir weiter, inshallah. Mariam. Ja? Wollen wir wieder nach Hause? Ja. Warum? Jetzt soll ich anhalten und umdrehen? Nein, nein. Hä, was denn jetzt? Oder willst du, dass Mama weiterfährt? Ich will, dass Mama weiterfährt. Aber warum? Fahre ich nicht gut? Nein. Wie nein? Doch. Ja, okay. Also darf ich weiterfahren? Du sollst weiterfahren. Danke. Also fahren wir doch weiter? Meine Frau fährt so und dann so und einfach so und einfach random so und dann fahren wir so die ganze Zeit, weil keiner weiß, warum. Bevor ich Krise bekomme und wir nach den ersten 10 Kilometern wieder nach Hause fahren, weil ich mir das nicht angucken möchte, fahre ich lieber Auto. Ne, Mariam? Ja. So, wir haben uns jetzt eine Raststätte gesucht. Was werden wir jetzt hier machen? Beti, Beti. Beti, Beti. Und dann fahren wir weiter. Mariam, ist die Fahrt bis jetzt entspannt? Ja, aber und dann muss es bocken. Was? Wird dir schlecht? Soll ich gleich weiterfahren oder Mama? Du sollst gleich weiterfahren. Guck mal, den Whirlpool. Das ist kein Whirlpool. Lass schwimmen gehen, komm. Nein. Okay. So, es ist dunkel. Wir sind jetzt angekommen. Wir sind jetzt auch echt lange unterwegs. Wie lange sind wir gefahren, Mama? 10 Stunden. Nein, wir sind keine 10 Stunden gefahren. Wir gehen jetzt mal ins Hotelzimmer, dann zeigen wir euch das gleich, wie es aussieht. Welcome Hotel in Paderborn. Wir haben reserviert. Und der Name ist? Duanga Kalinga von Funa und Anausas. Diese Junior Suite da. Genau, das Zimmer für 5 Personen, ne? Genau, für 7 Personen. Ja, die Reservierung ist richtig. Ich bin jetzt endlich mal im Fahrstuhl und hier ist keiner, der einen Fahrstuhlwitz macht. Denkt ihr, der Fahrstuhl trägt uns alle hoch? Ja. Nein. Warum? Nein. Doch, doch, doch. Aha. So, okay, ein Doppelbett. Noch ein Bett. Aha, jetzt geht's hier weiter. Das ist ein Bett für mich hier. Aha, und da ist noch ein Doppelbett. Jetzt schmeiße ich den John Cena. Bam! Badezimmer. Sieht gut aus. Dann haben wir hier, ja, Eingangsbereich. Hier schlafe ich erst oder hier schläft? Ich schläfe. Ich schlaf da. Oder Islam, willst du hier schlafen? Nein, ich schlafe da mit Mama. Nee, nee, du schläfst hier. Nein. Bitte. Nein. Warum nicht? Dann schlafe ich mit mir da drin. Du musst das jetzt noch einweihen. Ich will jetzt ein Salto von dir sehen. Einweihung. Und Bismillah. Ja, was du eingepackt hast. Was hast du eingepackt? Was ist das? Das sind meine ganzen Stifte. Warum hast du nicht einfach hast du auch deinen Schrank mitgenommen? Ja, hab ich. Warte mal, sind die alle sortiert? Oh nein. Sorry. Psst, sei mal leise, sie schläft. Psst. Bist du wach? Hallo? Sie ist wahrscheinlich die Einzige heute, die schlafen kann, wird sie sein. Otto, was möchtest du mir jetzt machen, Mariam? Ein Kaffee. Ah, trinke ich Kaffee? Nein. Du trinkst Shea. Was ist Shea? Chai meinst du? Okay, gut, dann machen wir mal einen Kaffee. Mit was machst du den Kaffee? Aha, noch ein bisschen mehr Milch, das war zu wenig. Ja. Oh ja, ein bisschen mehr Zucker noch, das ist zu wenig. Darf ich mal probieren? Warte, noch nicht. Oh ja. Bismillah. Ab jetzt rein. Was hast du da reingemacht, Mariam? Der schmeckt richtig lecker. Ja. So, das ist hier die morgendliche Massage. Islam spaziert auf meinen Rücken. Das ist die Vatermassage. Islam, mach mal ein Salto auf meinen Rücken. Ich lasse mich jetzt noch ein bisschen massieren und dann stehe ich auf. Wieso wir hier sind, ich habe das nämlich gar nicht richtig gesagt. Und zwar, Hamed Loco und Umut haben ihre eigene Marke jetzt rausgebracht, T-Shirt. Und die öffnen hier in Paderborn so ein
Store oder beziehungsweise im Store werden deren Sachen verkauft. Und das heißt, wir sind quasi zum Release so hierher gekommen und eingeladen worden. Und ich dachte mir, dann verbinde ich das Ganze und nehme meine Familie mit. Und gleichzeitig bin ich noch mit zwei Freunden hier. Zwei aus Kiel noch Freunde, mit deren Frauen auch. Und Sammy ist auch da mit seiner Frau. Und seine Frau und meine Frau haben jetzt mittlerweile seit über ein Jahr Kontakt. Und die sind sehr gut miteinander. Die sind richtige, ja, richtige Schwestern geworden. Und deswegen sehen die sich heute zum ersten Mal. Die sind jetzt schon runtergegangen. Ich habe mich gerade fertig gemacht. Genau, richtig. Dass ihr mal so ein Bild habt, wieso wir überhaupt hier sind und wieso ich mit Familie hier bin und so weiter. Ich wollte nochmal der Welt einen wunderschönen Pony zeigen. Wer hat das nochmal gemacht? Islam. Und habt ihr Friseur gespielt? Ja. Ja, und du magst den Pony aber, ne? Nein. Wie nein? Was ist da? Blöd. Ich finde den gut, der ist gerade geworden, der Pony. Ist hier schon in der Stadt angekommen, in der Stadt Paderborn. Ich habe eine Frage an euch. Meint ihr, der hat Millimeterarbeit gemacht hier, der Bre? Mhm. Was ist das denn, Niffo? Der hat ja eine richtig kleine Bracker. Alter Schwede. Was ist denn hier los? Boah, alter Schwede. Da sind aber viele Leute. Ja. Wie lange steht der schon? Wir stehen seit 7 Uhr hier. Wir sind 6 Uhr aufgestanden, 7 Uhr. Hä, hier ist der erste Bre schon. Umut. Hier ist sowohl alles gut. Hell Dosius, zack. Oh, Abu Julo, Abu Boko. Wegen den Dingern sind wir hier. Das sind die Bres. Das XL, hast du XL? XL haben wir, ja. Ja? Wollen wir, ja, lass anprobieren. Ja. Eins im Blau wäre cool, dann passt das zu dem, was ich anhabe. Das T-Shirt passt. XL, Elastico, Fantastico. Mir ist so schwindelig geworden, dass ich hier irgendwie raus muss. Ich hoffe, ich komme jetzt hier raus. Ja, was habe ich mir dabei gedacht? Bruder, Paderborn ist anstrengend. Ja, ne? Du bist echt geduldig. Ja, klar. Du bist sehr geduldig. Ich muss kurz eine Runde drehen. Das Ding ist, die checken nicht, ja? Die können ja nicht wissen, so wie es mir gerade geht. Digga, diesen Laden ist mir so schwindelig geworden. Ich dachte, boah, ich muss hier sofort raus. Ich chill jetzt ein bisschen, ich drehe eine Runde. Ich muss ein bisschen Kreislauf in Schwung bringen. 15.30 Uhr und Rohat ist jetzt erst angekommen. Und es wurde jetzt von der Polizei abgesagt. Dieser Typ ist nicht mehr normal. 3 Stunden. Weißt du, wie spät? Ja. Wir waren um 12 Uhr hier. Ich war um 11 Uhr hier. Nein, warst du nicht? Doch, ich war im Hotel, hab geschlafen. Hä? Wie konntest du hier sein vor uns und verschlafen? Ich hab durchgemacht. Hamid sagt, das ist der beste Döner hier in Paderborn. Fladenbrot, Kaltfleisch, Eisberg, Weißkohl, ein bisschen scharfe Soße, Knoblauch, Kräuter. Richtig heftig lecker. Also sehr, sehr krass. Sehr, sehr krass lecker. Ich bin hier im Hotelzimmer, wie man unschwer erkennen kann. Ich bin komplett schlappi-pappi. War schon ein bisschen anstrengend, muss ich sagen. Aber jetzt habe ich quasi den Termin hier. Paderborn hinter mir. Kurz Wrestling. Jetzt kommt der nächste. Ja. So, okay, gut. Deine Show. Dann zeig mal deine Show. Ist deine Show jetzt endlich fertig? Nein. Ah, schade. Oh, das ist es. So, wir gehen jetzt was essen. Der Bre macht hier schon die ganze Zeit seine Sachen. Irgendwo einen schönen Laden und essen. Ein Freund, seine Frau und sein Kind. Noch ein Freund mit seiner Frau und noch ein Freund, Sammy, mit seiner Frau und sein Kind. Ja. Schmeckt dein Döner? Gut. Mal ehrlich, von 1 bis 10? 10 von 10. Wirklich? 10 von 10? Bei dir ist alles 10 von 10. Hast du schon mal einen besseren Döner gegessen? Mir. Ja? Okay, stark. Das ist echt gut. 9,5. Ja, okay. Kann man machen. Okay, ist okay. Wie schmeckt der Döner? Besser als der. Also Kalb schmeckt besser als Hähnchen? Ja. Roller, sie hat recht. Der schmeckt viel besser. Ich habe jetzt getauscht. Ich habe ihr mein leckeres Fleisch gegeben und ich nehme jetzt ihr Fleisch. Ich mag dieses Hähnchenfleisch eigentlich nicht. Dann nimm du. Nein, nein, alles gut. Nein, doch, du nimmst. Nein, nein, nein. Ich wusste das, Roller, dass du das sagst. Ich habe einen Spaß gemacht für das Video, weil du immer ja, so ja, bist. Ja. Egal, wenn sie mich was fragt, was willst du haben, dann muss sie, lässt mich, sie, also sie sagt nicht, was sie will. Ich muss es vor ihr sagen, damit sie mir das gibt, was ich am meisten mag. Ja, Roller, so eine schöne Eigenschaft von ihr. Die läuft hier schon die ganze Zeit mit dem Döner rum. Nein, den Geruch so, ja, von Knete hasse ich. Diesen Geruch von Knete? Ja. Hier. Guck mal, diese Knete. Deswegen sagt sie, sie will lieber hier. Das ist jetzt die zweite Nacht hier. Morgen fahren wir in Charlotte zu Kiki, Kikis Kitchen. Oh, ich freue mich. Und dann essen wir richtig leckere Sachen, okay? Aber ich esse richtig viele Süßigkeiten, okay? Ja, morgen esse ich auch richtig viele Süßigkeiten. Morgen esse ich alles. Allah.
sind jetzt in Dortmund angekommen. Wir sind hier im größten Einkaufscenter Outdoor Deutschlands. So, oder wir gehen jetzt zu Kikis Kitchen was essen. Meine Frau wollte schon immer was bei ihr was essen, geschweige sie denn mal vielleicht sehen, weil sie guckt schon sehr, sehr lange ihre Rezepte. Und auch nochmal danke an Kiki. Es hat sehr viel gebracht, dass meine Frau leckeres Essen macht. Obwohl, vielleicht wäre ich dann nicht so hier geworden. Aber egal. Also so sieht das hier aus. Heute ist Sonntag, deswegen ist wahrscheinlich so wenig los hier. Aber sieht richtig interessant aus. So, das ist auf jeden Fall der Brie. So sieht er aus. Das anscheinend hier der berüchtigte. Wie heißt dieser Käsekuchen nochmal? Ah, San Sebastian. Oh, da lag ich ja mit Paulinchen fast richtig. Und das sind die, wie heißen die nochmal? Macaroni, ne? Macaroni Mama Mori. Ja, ich würde einfach ansonsten spontan von allem etwas nehmen. Ey, was verdammt nochmal ist das denn hier? Das sind diese Käsekuchen. So isst man den anscheinend. Man fängt hier an, man macht so. Oh. Lecker, ich will auch probieren. Okay, Moment. Du auch mal probieren? Ja, natürlich. Bismillah. Oh mein Gott. Wie schmeckt er? 10 von 10. Ne, ehrlich jetzt. Hast du schon mal so einen guten Kuchen gegessen? Noch nie? Noch nie. Boah. Boah. Guck mal, das sind diese Macaroni-Dinger. Das ist nicht mehr normal. Die sind richtig weich auf jeden Fall. Ich probiere den jetzt. Wir sind hier mit Hamza. Das ist mein erstes Mal, dass ich deine Dinger die Dinger esse. Macarons. Ich habe dich schon mal. Velvet. Was ist Velvet? So ein roter Samtkuchen. Jetzt nicht bei Starbucks, das ist bei Velvet Kuchen. Ich war noch nie in meinem Leben bei Starbucks. Okay. Egal, aber mal gucken, das ist jetzt hier links aus. Ne? Boah. Gut, ne? Beste Bestseller auch. Boah, Marshall, aber was ist das? Gut, ne? Ist egal, wie das heißt, aber das ist heftig. Die Packung wird hier nicht voll nach Hause kommen. Getrunken? Kommt jetzt auch noch. Wie, sag mal ehrlich, wie war der Kuchen? Sei ehrliche Meinung. Wallah, das ist ehrlich. 5 von 10. 5 von 10? Wie? Wieso? Hat nicht lecker geschmeckt. Der Käse hat nicht lecker geschmeckt. Ich frage jetzt die Frau. Frau, was hat, wie hat er geschmeckt? So heftig. Von 1 bis 10? 100. Islam hat einfach 5 gegeben. Juicy Drink. Wir rühren ihn einmal um wegen dem Sirup. Bismillah. Warte. Sie will ihn austrinken. Ich habe ihr gesagt, ich will ihn nur einmal probieren für den Vlog. Und dann gebe ich ihr den. Boah. Genießt das, Fatme, weil ihr wisst, danach ihr dürft euer halbes Leben wieder keine Süßigkeiten. Extrem, extrem lecker. Mashallah. Du machst doch Sport und nimmst Süßigkeiten. Du kleiner Hamar. So, also der, wir sind jetzt ja immer hier drin. Es ist eigentlich zu heute Sonntag. Das heißt, man kann richtig entspannt gucken. Hier, wir haben Schwarzkümmel von ihr auch, genau. Richtig Schwarzkümmel, sehr, sehr wichtig. Kürbisblüten. Kinderjoy, soll das wie Kinderjoy schmecken? Ja, also Kinderriegel, die Füllung. Boah, Kinderriegel, ja. Da ist hier Kakao, Schokocreme, das ist so eher wie Rocher. Da ist Bueno, ne? Das ist der Klassiker bei uns. Jogurette. Kokosnuss, Karamell. Das Karamell hatten wir auf dem Käsekuchen. Ist genau, der? Das ist der? Der war heftig. Das ist Jogurette. Oh, ja. Und hier haben wir auch Haselnussmus. Das ist nur Haselnuss drin, deswegen ist es ein bisschen ölig. Das ist von der Nuss. Genau. Stimmt. Das ist nur Haselnuss drin. Wir sind jetzt wieder auf dem Weg zum Auto. Abdelmalek, hat lecker geschmeckt? Ja. Okay, fahren wir wieder nach Hause? Ja. Musst du gleich 5 Stunden gefesselt im Kindersitz sitzen? Ja. Genau. Ich werde ab hier aber Schluss machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, so einen kleinen Mini-Vlog. Ich habe das jetzt das erste Mal gemacht, also so mit Familie und so. Lasst gerne Liebe unter den Kommentaren da. Und danke für den Support. Bleibt gesund, inshallah. Passt auf euch auf. Assalamu alaikum. Ciao, Kakao, Chippe, Pöche mit Ö. Und Adi, Assalamu alaikum.